Blechschmidt und in diesem Video möchte ich meine aktuellen Ergebnisse für die Vorhersage von Intensivbettenkapazitäten vorstellen. Wir sehen aktuell das Covid-19-Dashboard vom RKI. Was wir aktuell sehen ist, dass es 2237 neue Fälle gibt, aber dass gleichzeitig 4200 Leute auch geschätzt gesundet sind. Das bedeutet also, dass aktuell mehr Leute gesund werden als krank werden. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass potenziell die Betten wieder frei werden müssen. Was man hier beachten muss, ist, dass jemand, der sich infiziert, typischerweise erst so ungefähr nach einer Woche so krank ist, dass er wirklich auch auf die Intensivstation kommt. Diese Dinge sind aber aktuell für meine aktuellen Ergebnisse nicht so wichtig. Jetzt gucken wir mal auf Landkreise. Auf den Landkreisen sehen wir halt nochmal ein genaueres Bild. Und hier sieht man halt die verschiedenen Fälle. Man sieht zum Beispiel hier, dass in Tüschenreit eine hohe Belastung ist. Wir sehen zum Beispiel auch, dass hier im Hohenlohe in der Kreis eine relativ hohe Belastung ist. Und um München rum ist eine hohe Belastung. Und was wir jetzt auch nach und nach sehen, dass die Belastung in Heinsberg nicht mehr so stark ist, dass dort wirklich die Fälle zurückgehen. Was habe ich jetzt gemacht? Und zwar, ich habe die Daten vom Divi-Intensivregister von dieser Map hier runtergeladen und habe diese Map in meine Daten mit integriert. Hier sieht man zum Beispiel auch, wir wussten, dass im Hohen Lohnkreis, dass da eine hohe Belastung ist. Und diese Karte zeigt an, wie viel Prozent der aktuellen Intensivkapazitäten benutzt sind. Und wie man hier sieht, ist, in keinem einzigen Landkreis ist die Zahl mehr als 50%. Das bedeutet also, dass wir aktuell sehr, sehr gut dastehen. Also unser Gesundheitssystem ist bei weitem nicht überlastet. Was man aber auch gleichzeitig dazu sagen muss, wenn die Basisreproduktionszahl so ist, wie sie normalerweise ist, nämlich bei 2,7 von Covid-19, dann würde es 3 Tage dauern, dass eine Belastung von 50% zu 100% kommt und dann nochmal 3 Tage, dann ist sie bei von 100% zu 200%. Das bedeutet also, dass diese halbe Auslastung sehr, sehr fragil ist. Hätten wir die Maßnahmen nur 3 Tage später gemacht, dann hätten wir jetzt überall eine Auslastung von 100%. Also das ist durchaus so, dass das ist notwendig war, diese Maßnahmen in dieser Konsequenz durchzuziehen. Was ganz interessant ist, dass zum Beispiel hier in Tüschenreuth, wo es die meisten wo es die höchste Belastung an Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner gibt, dass dort die Krankenhäuser nicht melden. Ich weiß nicht warum, ich würde denken, dass das wäre notwendig, aber ich kann nur das bewerten, was ich sehe. Was man hier zum Beispiel auch nochmal sieht, ist, dass das in Mainz-Bingen, dass wir da auch 50% Auslastung haben, aber man sieht auch drumherum, dass die anderen Landkreise drumherum wenig Auslastung haben, also passt das. Jetzt zu meinen Ergebnissen. Wer meinen Videos folgt, der sollte auch wissen, dass ich lokale Bewegungsdaten verwende. Da gibt es ein interessantes Ergebnis und zwar die Bewegung hat sich verdoppelt. Also vorher waren wir so ungefähr bei 10 bis 12% an Leuten in Innenstädten. Mittlerweile sind wir teilweise wieder bei 20 bis 25%. Also die Leute gehen mehr raus. Ob das so optimal ist, das soll die Politik entscheiden. Meine persönliche Meinung ist, dass man durchaus vorsichtiger sein sollte, als viele Leute aktuell sind. Ich hatte auch mal eine Korrelation gefunden zwischen Fällen in der Innenstadt und zwischen Personen in der Innenstadt und Fällen 7 Tage später. Diese Korrelation existiert nicht mehr. Hier sieht man das für Hamburg. Unten sieht man, wie viele Leute sind in der Innenstadt in Prozent von dem normalen Aufwand. Also zum Beispiel hier, also alle Punkte, die ungefähr auf dieser Linie sind, bedeutet, es sind 10% der Leute in der Innenstadt im Vergleich zu der Zeit vor Covid-19. Und hier in dieser Dimension sieht man, um wie viel Prozent sind die Covid-19-Fälle gewachsen. Und man sieht, dass es hier keine richtige Korrelation mehr gibt, die man erkennen kann. Es gibt hier zwar noch eine Regressionslinie, aber man sieht, die Punkte sind sehr stark verstreut. Und wenn es eine Korrelation geben würde, dann müssten die Punkte sehr nah an der Linie sein. Das ist nicht der Fall. Also die Korrelation zwischen Personen in der Innenstadt und Fällen 7 Tage später kann man nicht mehr erkennen. Genau. Was habe ich dann gemacht? Ich trainiere ein Vorhersagemodell, was mir die Covid-19-Fälle in einem Landkreis vorhersagt, einen Tag später. Und ich bin mittlerweile auf einem Root Mean Square Error von 5,6. Das bedeutet, dass ich im Schnitt für jeden Landkreis mit einer Abweichung von 5,6 Personen die Fälle für den nächsten Tag vorhersagen kann. Um das ein bisschen in Perspektive zu setzen, ich habe ein paar naive Vorhersagen, wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, dass in jedem Landkreis per se 7 Leute krank werden, dann habe ich eine Abweichung von 7,4. Oder wenn ich einfach nur den Wert vom Tag vorher nehme, dann habe ich eine Abweichung von 7,5. Das bedeutet also, dass mein Modell
mit 5,6 ungefähr 2 Personen besser ist als naive Ansätze. Und damit habe ich ungefähr in dem konkreten Bereich ungefähr eine Verbesserung zu naiven Ansätzen von 20 bis 30%. Hier sieht man auch nochmal, welche Werte besonders wichtig sind für diese Vorhersagen. Die wichtigsten Werte sind vor allen Dingen die Fälle der letzten 7 Tage. Und zusätzlich ist es nochmal so, dass die Einwohnerzahl, die Bewegungsscore von Google Maps und die vergangenen Tage seit dem letzten Ausbruch auch eine gewisse Wichtigkeit haben in diesem Modell. Für die Leute, die es interessiert, ich verwende ein Light-GBM-Modell, was Entscheidungsbäumen basiert. Was ich dann mache, ist, ich mache eine Vorhersage für den nächsten Tag und diese Vorhersage zeige ich auf einer Deutschlandkarte an. Das kann man hier sehen. Also hier sieht man, wo ich erwarte, dass morgen die meisten Fälle sind. Also Berlin ist immer noch ein recht größerer Hotspot. Dann in Nordrhein-Westfalen wird es auch noch einige Fälle geben. Frankfurt und Umgebung und auch noch in Bayern und München. Was man momentan auch beobachten kann, ist, dass die verschiedenen Cluster sich mehr und mehr ausbreiten und die Hauptcluster auch mehr und mehr verschwinden. Das hat auch der Professor Dr. Drosten gesagt, dass das Virus mehr und mehr diese Cluster verlässt und dass es keine Risikogebiete mehr gibt, sondern dass wir hoffentlich in allen Gebieten auf einem geringen Niveau die Pandemie haben. Hier habe ich jetzt eine Karte, wo man wirklich sich nochmal Einzelfalldaten angucken kann. Also wenn ich hier auf einen bestimmten Marker draufklicke, klicken wir mal auf diesen Marker drauf. Genau, hier haben wir zum Beispiel Tischenreuth. Hier sieht man die Fälle der vergangenen 7 Tage. Also vor 3 Tagen war mit 103 ein Peak. Und momentan ist meine Vorhersage, dass es dort morgen 13 Fälle gibt. Es ist höchstwahrscheinlich so, dass 13 für diesen Bereich deutlich zu wenig sind. Also dass es wahrscheinlich doch mehr sein werden. Aber im Schnitt liegt das Modell ungefähr 6 Tage daneben. Es könnte natürlich hier sein, dass es hier nochmal deutlich mehr daneben liegt. Aber zum Beispiel jetzt in anderen Bereichen, wenn wir zum Beispiel hier mal auf Forchheim gehen, dann sehen wir, dass hier 4, 6, 4, 14, 11, 10, 10 und da gehen wir davon aus, dass es 18 morgen. Oder gehen wir zum Beispiel mal hier nach Leipzig. In Leipzig würden wir erwarten, dass wir morgen 3 Fälle haben. Dann gibt es hier nochmal eine Time-Serie, die möchte ich jetzt nicht vorstellen. Was ich jetzt vorstellen möchte, und das ist neu, ist die Integration mit den Divi-Daten. Und zwar, was ich mache, ist, ich lade mir die Divi-Daten dem GMAP-System, also von der URL gmap-kreise.htm runter. Und dahinter ist ein SAS-System. Und was ich dann mache, ist, ich parse die verschiedensten Daten in ein Pandas Data Frame. Das sieht man hier. Und diesen Pandas Data Frame, den reichere ich mit der Vorhersage an Fällen an. Und dann gehe ich davon aus, dass einmal 5% der neuen Fälle ein Intensivbett brauchen. Und dann gehe ich davon aus, dass ein Vierzehntel der Patienten die aktuellen Intensivstationen verlässt. Hoffentlich geheilt, möglicherweise auch durch Tod. Es ist aber auf jeden Fall so, dass ich auch davon ausgehe, dass die Intensivkapazitäten immer etwas sinken. Und was man hier jetzt sieht, ist, hier sieht man die 20 Landkreise mit der größten Bettenbelegung morgen. Und diese Landkreise habe ich jetzt auch nochmal auf eine Karte gemalt. Und zwar, es gibt momentan leider ein bisschen eine Datenqualitätsherausforderung beim Diffie, dass viele Landkreise in deren Daten vorkommen. Deshalb sieht man hier zum Beispiel auch, dass Baden-Baden, dass hier der Marker mehrfach drauf ist und deshalb sind das keine 10 Marker, sondern ein paar weniger. Aber das ist aktuell nicht so wichtig. Was man jetzt sieht, das sind die Landkreise mit den 10 größten und höchsten Bettenbelegungen morgen. Und was man hier jetzt sehen kann, ist 43% in Regensburg, 42% in Freising, 50% in Landsberg. 55% im Hohenlohe-Kreis. Ich meine, der Hohenlohe-Kreis, den kennen wir schon seit 3 Wochen. Der hat sich von Anfang an als ein Kreis herausgestellt, wo man ein bisschen Auge drauf haben muss. Genau, dann 50% in Mainz-Bingen und 42% in Kitzingen. Und generell kann man aktuell von dieser Vorhersage sagen, dass das aus Kapazitätssicht morgen überhaupt keine Herausforderungen auftreten sollten. Damit bedanke ich mich und melde mich demnächst wieder. Tschüss!